Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ich habe jetzt euch hier mal eine sehr effektive und einfache Montage vorbereitet, wo ihr kein Boot braucht, kein gar nichts, abends einfach an Fluss fahrt und schön in der Packung mit einem Stein ein saftiges Tauwurmbündel an der Flügel-U-Pose hier für den Fluss präsentieren könnt. Das ist eine tolle, effektive Montage, wenn man jetzt nicht das ganze Wochenende unterwegs ist oder die meisten wenig Zeit haben. Einfach mal abends rausgehen, 3-4 Stunden angeln, wenn nichts beißt, wieder nach Hause, am nächsten Tag wieder probieren. Werden sehr, sehr viele gute Fische immer wieder mitgefangen. Ich habe jetzt hier so einen normalen Stein, nicht zu schwer, nicht zu groß, dass ich ihn auch schön werfen kann und mir hier ein Stück Mono mitgebracht. Die meisten oder viele nutzen zu leichte Mono. Ich habe jetzt hier eine 40er und mache das ganz einfach. Gerade hier so ein Stück, das hat vielleicht 30 cm, nehme die doppelt, mache unten einen 8er Knoten rein. Dann habe ich so eine Schlaufe und mit dieser Schlaufe gehe ich durch meine Schnur vom Stein und schlaufe mir die einfach ein. Gehe ich zweimal durch, dann habt ihr da eine perfekte Verbindung und habt obendran dann diesen Knoten mit dem Zippel stehen. Vorfach ist 2 Meter lang, 2,20 Meter. Saftiges Wurmbündel, obendran die Flügel-U-Pose, schön im Abstand zwischen zwei Perlen. Hier ist eure Hauptschnur ganz normal angeknotet mit so einem kleinen Gummistopper drauf, der den Knoten mitschützt. Und hier habe ich jetzt einen ganz normalen großen Raubfischwirbel montiert, ja, der frei auf der Schnur läuft. Ihr könnt da auch einen Seaboom benutzen. Allerdings bin ich beim Seaboom der Meinung, dass es sich öfters mal verwickeln kann beim Werfen als ein ganz normaler freilaufender Wirbel. Und diesen Wirbel hänge ich jetzt einfach unten am Karabiner in meiner Reißleine hier unten ein. Und teste das Ganze dann mal, dass der das auch hält, ja. Wenn ihr jetzt da nur eine 20er Mono oder irgendwas habt, kann das schon gleich abknallen, das muss schon halten. Jetzt geht ihr an euren Angelbereich oder an euren Platz, wo ihr später angeln wollt. Natürlich sind nicht alle Packungen gleich. Wichtig ist es also, aber ihr habt da selber ein bisschen Gefühl, wenn ihr Ortskenntnisse habt hier. Ihr habt mal mit dem Gummifisch hier geangelt oder irgendwas. Oder hier oben ist zum Beispiel eine Buhne. Ihr wisst hier, wenn ihr mit dem Gummifisch jetzt hier rumprobiert, seht ihr gleich, dass es tiefer ist. Die Packung läuft jetzt so hier ungefähr im Abstand von, ich kann ja mal was da rauswerfen. Wasserstand ist ein bisschen höher, aber ich schätze, dort ist schon fast der Grund erreicht. Also dort werden wir jetzt so 2,80, 3 Meter haben und die läuft jetzt langsam hier hoch. Und hier im vorderen Bereich seht ihr, wenn ihr da jetzt mal ein Holzstück reinwerft, dass das viel, viel langsamer läuft als ein Holzstück weiter draußen. Das Holzstück weiter draußen wird das jetzt relativ schnell einholen, weil ihr hier eine schöne oder eine ruhigere Strömung habt. Jetzt ist es schon auf gleicher Höhe, seht ihr? Und hier in dem Bereich werden dann auch die Welse bei dem hohen Wasserstand, beim niedrigen Wasserstand immer sich reindrücken oder die Fische sich reinstellen, weil sie hier Nahrung finden können. So, wichtig ist jetzt, dass ihr bei diesem Wurfangeln eine Stationärrolle benutzt. Ihr könnt es auch mit einer Multirolle machen, aber mit einer Stationärrolle ist natürlich einfacher. Ich mache dann Folgendes. Entweder habt ihr einen Angelpartner dabei. Komm mal runter, junger Mann. Adriano Celentano. Wenn ihr jetzt einen Partner dabei habt, hält der euch die Rute. Wenn ihr alleine seid, stellt er die Rute irgendwo in die Steine oder in den Rutenhalter. So, stell dich mal ein Stück da hoch, genau. Du hältst jetzt die Rute und mir noch ein bisschen die Schnur fest. Das ist dann einfacher, weil wenn die Schnur jetzt abfliegt oder wenn ihr den Stein jetzt werft, dass es schön ablaufen kann. Als erstes nehmt ihr jetzt euer Vorfach. Das werfe ich nicht mit raus. Und legt euch das hier vorne ins Wasser rein. Und zieht euch schon mal ein bisschen Schnur von der Rute runter, ja. Könnt dann auch mit dem Fuß so leicht drauf treten, dass das Vorfach auf keinen Fall, auch wenn sich der Wirbel jetzt hier auf der Hauptschnur ein bisschen verdrehen würde, mitgerissen wird. Ein bisschen fixieren, ein bisschen hinlegen, leicht drauf treten
Und jetzt achtet er hier schon drauf, dass sich die ganze Schnur nicht irgendwo hier in den Pflanzen verhängt. Ja, also legt euch da ein bisschen was sauber hin, sauber nebeneinander und zieht euch so ein paar Meter runter, dass ihr ein bisschen Wurfmöglichkeit habt. Und wir wollen ja nicht aufs andere Ufer. 2-3 Meter draußen, auch die Leute, die gestern dabei waren, wo wir im Boot gesetzt haben, hier vorne spielt sich das Ganze ab. Kontrolliert alles nochmal, dass alles schön offen ist. Und jetzt spielen wir keinen Handball und werfen das Ganze so, sondern probieren, wie so ein Kugelstoß, Kugelstoß ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, wie so ein Bowling, den Stein schön gefühlvoll zu werfen. Sinkt alles ab, Stein ist jetzt unten. Und durch den Wirbel laufen jetzt beide Schnüre, du kannst jetzt zumachen. Und spannst langsam an, fängst langsam an zu kurbeln. Und dann testen wir mal, ob du merkst, ob du das kurbeln kannst. So, ich merke jetzt, ich ziehe hier kommt Druck, er zieht da, hier kommt Druck. Also Stein liegt schön frei, hat sich nichts verwurstelt. Er kann jetzt über den Wirbel der Reißleine hier Druck machen. Euer Mitangler fängt jetzt langsam an zu kurbeln. Und jetzt legt ihr vorsichtig eure Montage, lasst sie da mitlaufen, raus. Nicht jetzt mit einem Ruck ziehen, weil dann kann es sein, die Montage taucht dir jetzt knapp die Packung hier ab, dass es sich hier vorne irgendwo verhängt. Wir lassen sie jetzt erstmal rauslaufen, legen sie hier hin und jetzt ziehen wir ganz langsam, dass der Schwimmer möglichst lange nach oben bleibt, die U-Pose. Ihr seht ja, wie sie da getragen wird. Jetzt kurbelt er langsam weiter über den Steinen, weiter bis der Druck kommt, bis wirklich der Anschlag da ist, dass euer Vorfahrt auch schön auf den Stein drauf liegt, ran. Anschlag ist da, noch ein bisschen Druck drauf und jetzt kann der junge Mann die Rolle aufmachen, bumm, in euren Rutenhalter reinstellen, leicht anspannen, dass die Spitze leicht Druck hat und eure Rute ist draußen. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, ob der Stein auf 3,20 Meter oder 2,80 Meter liegt. Ich kann euch aber genau sagen, dass alles frei ist. Und dass der Stein schön in der abfallenden Kante liegt. Kleiner Stein, kalt sich da rein. Zweite Rute würde ich jetzt noch ein bisschen Fluss absetzen. Setze mich hier hin, 3-4 Stunden. Wenn kein Biss kommt, reiße ich es ab, gehe nach Hause. Aber mit dieser Montage werden unheimlich viele Fische gefangen. Und ihr seid ganz flexibel. Ein paar Dosen Würmer dabei oder einen toten Köderfisch. Zwei Ruten, lauft hier runter, setzt euch hin und seid relativ schnell fertig. Ja, also braucht nicht immer ein Boot. Die Ruten liegen jetzt alle hier in dieser abfallenden Kante. Weil ich denke, dass da jetzt die Fische vorbeiziehen. Und ihr seht auch, der kleine Stein, natürlich liegt es mit der Kante oder der Packung jetzt zusammen, bleibt da liegen. Der fängt jetzt nicht an zu wandern. Ja. Er muss gar nicht viel größer sein. Der kleine Stein jetzt aber in der Mitte irgendwo abgelegt, würde anfangen zu hüpfen. Und da ist das Angeln dann natürlich schwierig. So, jetzt könnt ihr, ist eine starke Schnur, aber jetzt könnt ihr theoretisch, wenn ihr nach Hause geht, ein bisschen Druck drauf machen. Ein leichter, schneller Zug nach hinten, immer die Rolle so ein bisschen halten. Euer ganzes System kommt nach oben, alles ist frei, nichts ist hängen geblieben, weil kein Grundblei dranhängt, sondern die Reißleine. Einpacken, wenn mal nachts kein Biss kommt auf so ein Wurmbündel, auch ein guter Tipp. Wenn ihr das Vorfach jetzt in eine Dose tut mit Gras oder Erde und so in den Kühlschrank oder in die Garage packt, könnt ihr es am nächsten Tag nochmal nehmen. Wenn ihr es so macht wie einige Angler da oben, die ihre Würmer tagsüber ans Wohnmobil hängen oder ans Zelt, sind sie 2-3 Stunden später vertrocknet und tot. Also nee, ich meine, Würmer kosten ja mittlerweile auch Geld. So, und man kriegt ja auch nicht jeden Tag eine Aktion. Wenn ihr also heute keinen Biss hattet und sagt, in 2 Tagen habe ich wieder Zeit, das Vorfach in eine Tupperschüssel rein, in den Kühlschrank und in die Garage, bisschen Wasser drauf, bisschen Gras drauf, so zu Hause halten im kalten Raum, dann sind nach 2 Tagen immer noch genauso gut. Und so einfach kann es dann sein, vom Ufer auf Waller. Und jetzt legen wir die Ruten aus, drückt uns die Daumen, dass hier noch ein guter Wels dazukommt. Auf geht's!